im Verlauf der Partie. Nochmal mehr im defensiven zentralen Mittelfeld wieder Ayub Aydin, Gabi Vidovic, zuletzt ging Haching noch vorne im Sturm, jetzt links im Mittelfeld, rechts Torben Rhein, wie schon gegen die Hachinger, und dann die offensive Dreierreihe Sieb und Motika, die eben neu reingerutscht sind, und ganz vorne Oliver Batista Meyer. Das also die Startelf von den Gästen, von den Bayern Amateuren, die in den schicken Champions League Trikots von uns auflaufen. Apropos, gestern gab es ja die Auslosung bei den Profis, die mit dem FC Barcelona, mit Benfica Lissabon und mit Dynamo Kiew eine attraktive Gruppe erwischt haben. Und hier haben wir ihn im Bild. Taylor Booth also gegen den Bremer SV beim 12:0 Kantersieg in der ersten Pokalrunde feierte der US-Amerikaner sein Debüt bei unseren Profis, wurde in der 68. Minute eingewechselt und heute nur 3 Tage später steht er wieder in der Startelf bei den Amateuren. Zuletzt gegen Haching mit einer überragenden Leistung auf der rechten Verteidigerposition. Taylor Booth erzielte per abgefälschter Bogenlampe auch seinen ersten Saisontreffer für die Amateure, bereitete einen Treffer super vor, das 2:1 von Timo Kern. Spannende Woche für Taylor Booth. Hoffentlich kann er die heute nochmal sozusagen vergolden mit dem Auswärtsdreier bei den Rosenheimern. Die Platzwahl zwischen Jamie Lawrence und Linor Shabani, dem defensiven Mittelfeldspieler der Rosenheimer. Der Unparteiische der Partie ist Stefan Treiber, gerade eben im Bild, 34 Jahre jung, aus Neuburg an der Donau. Das Trikot gilt Jakob Meyer. Der Torhüter hat sich einen Sehnenabriss am Sitzbein zugezogen, fällt lange Zeit aus. Gute Besserung auch von dieser Stelle aus an unseren Keeper. Martin Demichelis meinte vor diesem Spiel: dominant und aggressiv, das sind die Attribute, die wir hier, sobald angepfiffen wird, aufs Parkett legen wollen. Wir hoffen natürlich, dass seine Jungs den Worten ihres Trainers Taten folgen lassen werden. Und zwar ab jetzt an diesem 10. Spieltag. Los geht's also. Kickoff für unsere Bayern Amateure beim Gastspiel in Rosenheim. Stimmung exzellent, Wetter auch spätsommerlich. Fehlt in Anführungsstrichen nur noch das richtige Ergebnis. Amindo Sieb. Und die Bayern gleich dominant und aggressiv, genauso wie es ihr Coach gefordert hat. Sieb, der über den rechten Flügel kommt, der sich hier leider nicht durchsetzen kann. Und Jamie Lawrence. Taylor Booth gewinnt den Zweikampf. Torben Rhein. Vidovic verteilt die Kugel. Und Angelo Brückner, der mit aufgerückte linke Außenverteidiger. Aydin. Und Taylor Booth. Die Bayern gleich sehr dominant in dieser Anfangsminute. Und Rosenheim gleich ordentlich hinten reingedrängt. Wieder der sofortige Ballgewinn. Und Bright RMB
der, wie schon zu Beginn angerissen, neben Jamie Lawrence die Innenverteidigung bildet beim Tabellenführer. Die Bayern haben 22 Zähler auf dem Konto. Und weil wir bei Schnapszahlen sind, 33 Tore auf dem Konto. Stellen damit die beste Offensive in der Regionalliga Bayern. Im Tor bei den Rosenheimern Thomas Wimmer. Taylor Booth schaut sich um, kann relativ ungestört den nächsten Angriff einleiten. Sieb, rein. Brückner, gutes, schnelles Spiel der Bayern Amateure. Aydin mit dem Schuss. Dritte Minute. Die erste offensive Visitenkarte der Gäste. Warum nicht? Ordentlicher Strahl vom 17-jährigen zentralen Mittelfeldspieler. Wie gesagt, die Bayern stellen die beste Offensive. Rosenheim mit der zweitschlechtesten Defensive. 25 Gegentreffer zudem mit der zweitschlechtesten Offensive. Zweikampf. Gewinn durch Laurin Demuli. Und dann ein erster gefährlicher Vorstoß, aber die Flanke von Sascha Marinkovic, dem Mittelstürmer, zu unpräzise. RMB. Und die Bayern Amateure wieder mit tatkräftiger und hörbarer Unterstützung da hinten auch gut im Bild zu sehen. RMB. Aydin mit dem Fehlpass, kann passieren. Weiter geht's. Gabriel Vidovic, wie eingangs angerissen, spielt heute etwas tiefer als noch gegen Haching, als er im Sturmzentrum auflief, den wichtigen 1-0-Führungstreffer erzielte, hier am Ball. Mit einer guten Ballverteilung. Amindo Sieb, scharfe Reingabe. Thomas Wimmer, sicher, der 18-jährige Schlussmann. Amindo Sieb hat ja auch schon Profi-Erfahrung in der Vorsaison. Feierte sein Debüt in der ersten Pokalrunde damals gegen Düren. Hatte unheimlich Pech, wurde eingewechselt und musste dann schwer verletzt wieder raus. Hier wird er wieder in Szene gesetzt. Viel geht über die rechte Seite in dieser Anfangsphase. Sieb, Schuss abgefälscht und dann eine Schulterparade. Nachschuss, die Bayern erhöhen den Druck. Etwas Glück in dieser Situation für Thomas Wimmer, konnte gar nicht mehr reagieren, aber der Schuss von Sieb kam so mittig, dass er mehr oder weniger angeschossen wurde. Die Bayern bleiben am Drücker. Und die Rosenheimer kaum mit Entlastung. Torben rein.
Schabani, der Kapitän im Duell der beiden Sechser gegen Torben Rhein. Aufgepasst und Bright RMB passt auf. Apropos Profi-Erfahrung, auch der 18-jährige Innenverteidiger in der Vorsaison bereits mit seinem Profi-Debüt bei unserer ersten Mannschaft. Durfte in der Champions League in der Gruppenphase bei Atletico Madrid ran. Aydin, gutes Zuspiel. Sieb. Eckball. Gibt's nicht. Ball war noch nicht im Tor aus. Taylor Booth. Den kann Nemanja Motika leider nicht mehr festmachen. Ganz starke Regionalliga-Saison bisher vom 18-Jährigen. War in allen 9 Spielen dabei. 8 Tore hat er erzielt. Er ist damit der torgefährlichste Schütze bei unseren Amateuren. Jamie Lawrence setzt gut nach gegen Christoph Fenninger. Und Vidovic. Aydin sehr umsichtig. Taylor Booth. Gutes Zuspiel zwischen die Linien. Torben Rhein. Sauber abgegrätscht von Markus Sattelberger. Marinkovic. Rosenheim muss nachjustieren. Macht das über Thomas Steinherr. Und dann geht es ganz hinten rum. Simon Kolb, der Verteidiger. Angelo Brückner. Bright RMB lösen sie spielerisch gut. Klasse Zuspiel auf Armindo Sieb. Schade, dass er den mit dem ersten Kontakt nicht gleich mitnehmen kann. Aber trotzdem, Situation lebt noch. Sieb. Trifft die Kugel leider aus Bayerns Sicht nicht richtig. Gute 10 Minuten noch nicht ganz vorbei. Die Bayern mit einer sehr dominanten Anfangsphase. 2 brauchbare Abschlüsse. 3. Minute Aydin. 6. Minute Sieb. Sie klopfen vehement am Führungstreffer. Die Jungs von Martin De Michelis. Vidovic und Motika. Brückner. Und Rosenheim mehr und mehr hinten reingedrängt. Marinkovic. Die Bayern lösen es im Verbund. Und sofort die Umschaltsituation. Olli Batista-Meyer lässt sich fallen aus dem Sturmzentrum. Dafür geht jetzt Vidovic nach vorne. Batista-Meyer auf der linken Seite. Das war auf Anhieb, würde ich sagen, ein grenzwertiger Zweikampf. Motika geht zu Boden. Der Unparteiische sagt, weiter geht's. Gut zu erkennen. Olli Batista-Meyer vorne im Sturmzentrum. Gegen Haching kam er noch über die rechte Offensivseite. Hatte von dort den 1:0 Führungstreffer von Vidovic super vorbereitet. Sie sind vorne flexibel einsetzbar. Heute Batista-Meyer im Sturmzentrum. Vidovic auf der linken Seite. Und Martin De Michelis hier unten sehr engagiert beim Coaching. Brückner schaltet sich, wann immer es geht, mit nach vorne ein.
wird hier nochmal eingesetzt von Motika. Sattelberger kann vor Amindo Sieb klären, aber die Bayern setzen gut nach. Batista Meier, Vidovic. Gute Ballbehandlung. Rosenheim versucht zu kontern. RMB. Aufmerksam, schnell. Die Bayern lassen hinten nichts anbrennen. Aydin. Und wieder Sieb. Vidovic. Taylor Booth. Immer noch Booth. Kommt nicht zum Abschluss. Zehn Duelle gab es bisher in der Regionalliga Bayern zwischen diesen beiden Mannschaften, ausgetragen zwischen 2012 bis 2014 beziehungsweise dann 2016 bis 2019. Vier Siege zugunsten der Bayern. Amateure bei 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Also fast ausgeglichen. Die Bilanz und komplett ausgeglichen ist sie hier in Rosenheim in den bisherigen 5 Auswärtspartien der Bayern. 2 Siege, 2 Niederlage bei einem Unentschieden. Und hier fast der Führungstreffer. Olli Batista Meier. Superflanke von Amindo Sieb. Mit ganz viel Gefühl. Eine Riesenchance. Leider nicht der 7. Saisontreffer von OBM. Feines Zuspiel, Batista Meier, und jetzt macht er ihn! 1:0 für die Bayern-Amateure in der 14. Minute. Ganz abgezockt. Lässt Wimmer keine Chance. Kurz zuvor per Kopf noch das 1:0 verpasst. Aber eine Minute später behält er einen kühlen Kopf. Der Führungstreffer hochverdient für unsere Amateure. Einseitige Partie bisher. Sehr zur hörbaren Freude der Bayern-Fans. Brückner gegen Marinkovic. Einem der Aktivposten im Spiel der Rosenheimer, der hier den Eckball rausholt. Marinkovic kam von Schweinfurt. Mondball, diese Ecke ist sehr hoch getreten und dann Simon Kolb, der mit aufgerückte Verteidiger, mit einem ersten Ball der Gastgeber in Richtung Manuel Kainz, der heute, ich habe es eingangs erwähnt, Lukas Schneller ersetzt für Manuel Kainz. Der erste Einsatz in dieser Regionalliga-Saison, hat bisher bei einem sehr geruhsamen Arbeitstag verbracht. Seine Vorderleute geben ordentlich viel Gas. Die Anfangsviertelstunde ist vorbei. Die Führung für die Reserve des Rekordmeisters hochverdient durch den Treffer
von Olli Batista Meier in der 14. Spielminute. Aydin. Torben Rhein. Armindo Sieb. Kommt leider nicht durch. Simon Kolb noch dazwischen, aber die Bayern setzen sofort nach. Kaum Entlastung für den Tabellen-18. Wieder Armindo Sieb. Armindo Sieb kam an den ersten 4 Spieltagen nicht zum Einsatz, weil er bei unseren Profis mittrainierte. War ja bei einigen Spielern hier von den Amateuren der Fall. Jetzt zum 6. Mal in Folge dann dabei. Taylor Booth mit der etwas zu flachen Hereingabe, aber hier wieder zu erkennen, wie sehr die Bayern dann sofort ins Gegenpressing gehen, wie sie sich die Kugel holen, auch wenn es hier jetzt das Offensivfoul gibt. Foulspiel in diesem Fall gegen Bigard Salihu. Jetzt mal ein beherzter Antritt von Laurin Demoli. Aber sie kommen kaum bis gar nicht in die gefährliche Zone vor das Tor von Manuel Kainz. Kann uns nur recht sein. Und nochmal, weil es so lautstark ist, super die Unterstützung von den Rängen hier im Jahnstadion vom TSV 1860 Rosenheim. Also sozusagen, ich sag's mal so, vom guten TSV 1860. Bei dem ja unser Fußballgott Basti Schweinsteiger das Kicken lernte, spielte hier in der Jugend, bevor er zum FC Bayern ging. Batista Meier, da kommt er noch ran. Macht er gut, wollte ich sagen, aber die Fahne geht nicht zum Eckpunkt, sondern zum Abstoßpunkt. Wollte da den Eckball rausholen. Der Torschütze zum 1:0, der ja in der Vorsaison nach Heerenveen in die Eredivisie verliehen war. 15 Einsätze, ein Tor für Olli Batista Meier. Spiel gegen Sascha Marinkovic. Nicht genau zu erkennen, aber von Aydin, dem Vorlagengeber zum 1:0 für die Bayern Amateure, hat ja auch schon den Endstand zum 5:1 gegen Haching zuletzt aufgelegt. Jetzt mit dem Foul, das diesen Freistoß nach sich zieht. Gar nicht so ohne, da kam Demoli an den Ball, aber zum Glück aus Bayern Sicht nicht gefährlich genug. Auf alle Fälle Mittel für die Rosenheimer, für Gefahr zu sorgen. Aus dem Spiel heraus haben sie bisher nicht wirklich was Gefährliches zustande gebracht, haben weiterhin kaum Entlastungsphasen.
umso mehr werden sie dann auf Standardsituationen wie gerade eben setzen. Batista Meier. Klasse durchgesetzt von Motika. 1 gegen 1, das ist ja eine Stärke von ihm. Motika kommt in Straucheln und kriegt den Freistoß. Knapp vor der Strafraumgrenze, gelb zudem gegen den Kapitän der Rosenheimer, gegen Linol Schabani. Eine gute Freistoßposition für die Bayern. So, entweder Batista Meier mit rechts zum Tor hin oder Aydin mit links vom Tor weg. Aus ähnlicher Position hat Aydin das 5:1 gegen Haching vorbereitet. Nico fällt dann per Kopf hinein ins Bayern-Glück. Und jetzt macht's Batista Meier. Er macht's direkt an die Latte. 24. Minute, also 10 Minuten nach seinem 1:0. Fast der Doppelpack vom 20-Jährigen. Die Rosenheimer noch mit einem relativ ordentlichen Saisonbeginn. In den ersten 4 Spielen gab es einen Sieg, den einzigen bisher, 2 Unentschieden und eine Niederlage. Aber seit 5 Ligapartien läuft es gar nicht mehr für die Mannschaft von Florian Heller. 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Und auch hier in den ersten 25 Minuten sind sie arg in Bedrängnis. Marinkovic, noch einer der Aktivposten bei den Rosenheimern. Aber er allein kann es vorne auch nicht ausrichten. Dieser Ballverlust könnte teuer werden. Sofort das schnelle Umschalten. Wieder Motika, Sieb, Amindo, Sieb! 25. Riesentat von Thomas Wimmer. Klasse, genau richtigen Moment, das Zuspiel von Motika. Gut, auch der Abschluss von Sieb. Und Wimmer klärt zur Ecke. Und krallt sich auch den Eckball. Batista Meier ist jetzt mal auf den rechten Flügel gewechselt. Sieb vorne im Sturm. Und Taylor Booth holt die nächste Ecke raus für die Bayern Amateure. Wieder am Ball. Der US-Amerikaner, der wäre nicht schlecht gekommen.
von der Fluglinie wäre das ein ganz fieser Ball geworden. Schauen wir nochmal drauf. Aber dann blockt ihn Tim Kießling, der Innenverteidiger, der Gastgeber. Und die Bayern sofort mit dem extrem hohen Pressing. Die Rosenheimer kommen weiterhin kaum in die Hälfte des Tabellenführers. Kann uns nur recht sein. Marinkovic mit dem Chipper, Bright, RMB. Klasse Zweikampfverhalten, Lorenz und Manuel Kainz. Aydin, der Motor im zentralen Mittelfeld. Nemanja Motika in der verbotenen Zone im Abseits. Und Amindo Sieb, der also jetzt vorne den Mittelstürmer gibt. Batista May dafür auf dem rechten Flügel sofort mit dem Druck und auch Motika macht mit und die Schlinge wird immer enger und deshalb Wimmer mit dem Befreiungsschlag in Summe der Ballgewinn für die Bayern Amateure. Guter Auftritt bisher in dieser ersten halben Stunde von der Mannschaft von Martin De Michelis. Einziger in Anführungsstrichen Vorwurf, dass sie aus ihren vielen Chancen bisher nur einen Treffer machen konnten. OBM, Oliver Batista Meyer in der 14. Minute mit dem 1:0. Shabani geblockt von Aydin. Zweiter Ball, Thomas Steiner. Aber die Bayern auch sehr gut im Verbund hier. Batista Meyer hilft hinten mit aus. Sie rücken auch im Kollektiv gut zurück. Starke, geschlossene mannschaftliche Performance bisher. Vidovic. Wieder Gabi Vidovic und Taylor Booth. Idee nicht schlecht. Umsetzung nicht ganz so optimal. War keiner reingelaufen bei der Reingabe vom Rechtsverteidiger, der in der zweiten Saisonhälfte in der Vorsaison an St. Pölten ausgeliehen war und in der höchsten österreichischen Spielklasse immerhin 3 Tore erzielt hat in 15 Spielen. Spiel gegen Eyüp Aydin, der sehr, sehr präsent ist. Immer wieder aus der Tiefe das Spiel lenkt in so einer Art Quarterback-Rolle, aber auch nach vorne sehr gefährlich ist. Siehe 14. Minute mit seiner Vorbereitung zum 1:0 und auch hier fädelt er jetzt den nächsten Angriff ein. Motika mit der Reingabe, mit viel Schnibbeleffekt ohne Abnehmer. Batista Meyer mit 3 guten Chancen in dieser ersten halben Stunde. Eine hat er verwandelt, bei einer hat er Pech bei seinem Freistoß an die Latte. Und eine Gelegenheit hat er aus aussichtsreicher Position per Kopf drüber gesetzt. Vidovic mit Tempo. Motika, Vidovic, Brückner.
Na, Torben Rhein hatte in der Mitte gelauert. Nächster Eckball. Simon Kolb klärt. Und Wimmer. Kleines Techtelmechtel zwischen Aydin und Demoli. Und dann eine klare Ansage vom Unparteiischen. Aber damit hat sich's dann auch. Weiter geht's. Booth. Rückt Rosenheim mal weiter raus. Dadurch ergibt sich die Lücke hier für Torben Rhein. Schade, dass er sich den Ball einen Ticken zu weit vorlegt. Bright RMB, ganz, ganz solide bisher. Die Leistung des Innenverteidigers. Torben Rhein war jetzt gar nicht so weit daneben. Da hat Wimmer einen sehr ruhigen Eindruck gemacht bei diesem Schuss. Und die Bayern drücken wieder. Und alle rücken nach. Vidovic, Aydin. Und Rosenheim so unter Druck gesetzt, dass sie weiterhin kaum in die Hälfte der Bayern kommen. Batista Meier. Klasse freigelaufen von Torben Rhein. Der auch gleich wieder nachsetzt. Und auch dadurch die Gastgeber so sehr unter Bedrängnis gebracht, dass sie einfach nicht zum gescheiten Spielaufbau kommen. Vidovic. Aydin. Gut in die Breite gezogen. Brückner. Und dann Motika. Klasse, wie er sich durchsetzt. Motika. Und wieder gewinnen die Bayern auch die zweiten Bälle. Vidovic. Dauerdruck unserer Amateure. Batista Meier fordert den Eckball, kriegt ihn aber nicht. Gute 10 Minuten noch zu gehen in dieser ersten Hälfte. Und ich kann mich da nur gerne wiederholen. Im Hintergrund seht ihr es auch immer wieder und ihr hört es vor allem. Klasse Unterstützung von den Rängen für unsere Amateure. Die ersten drei Auswärtsspiele haben sie alle gewonnen. Dann die zwei Stolperer, ich nenne es mal so, 1:1. In Illertissen 1:2 und das nach Führung bei Schalding-Heining. Siegtor kurz vor dem Ende. Seit zwei Auswärtsspielen wartet man auf einen Dreier. Der soll heute eingefahren werden. Bisher sieht es sehr gut aus. Die Bayern dominieren, haben das Ganze im Griff, führen hochverdient. Die Führung hätte aber auch oder könnte auch höher sein. Hoffen wir, dass es mit dem zweiten Treffer noch vor dem Pausenpfiff klappt. Bright RMB.
und Manuel Kainz, der auch schon einige Male bei unseren Profis mittrainiert hat. Kam 2015 von Eintracht Freising in unsere Jugend. Vidovic. Motika. Motika. Und wieder der sofort gewonnene Ball. Jetzt geht's mal schnell bei den Rosenheimern. Und Marinkovic setzt seinen bulligen Stürmer ein. Aber Brückner und Bright RMB lassen nichts anbrennen. Foulspiel dann vom Mittelstürmer. Weiterhin kommt Torgefahr vom Tabellen-18. Da hat sich Simon Kolb wehgetan bei dieser Klärungsaktion. Der 20-jährige Innenverteidiger. Wenn ich das richtig ferndiagnostiziere, hinterer Oberschenkel. Diese Unterbrechung nutzt Martin De Michelis, um ein bisschen nachzujustieren im Gespräch mit Taylor Booth. Und es wird für Simon Kolb vermutlich nicht mehr weitergehen. Erster verletzungsbedingter Wechsel steht an bei den Gastgebern. Maximilian Kuchler macht sich für seinen Einsatz bereit. Auch er Innenverteidiger, also wird logischerweise ein 1:1 Wechsel sein. Batista Meyer mit dem Tänzchen. Vidovic, Brückner, immer wieder noch irgendein Körperteil von den Gastgebern dazwischen, Marinkovic gegen Booth, hat das Nachsehen und dann so eine Art Frustfoul vom Mittelstürmer. Auf Höhe der Mittellinie, sorry, muss Gelb geben. Auch wenn er sich dann sofort entschuldigt. Ob das jetzt nicht im Bild erkennen können, aber ich glaube, ja, es gab Gelb. Der Unparteiische notiert sich das nochmal, Stefan Treiber. Zweite gelbe Karte in dieser ansonsten sehr fairen Partie. Gutes Zuspiel von Booth auf Batista Meyer, der jetzt dauerhaft über die rechte Seite kommt. Amindo Sieb kommt zu Fall. Die Pfeife bleibt aber stumm. Laut Stadion-Durchsage ist der Wechsel über die Bühne gegangen. Jawohl, der Mann mit der Nummer 4, Maximilian Kuchler, in der Partie. Dafür Simon Kolb angeschlagen raus. Von dieser Stelle aus gute Besserung in Richtung des 20-jährigen Innenverteidigers. Hoffentlich nichts Ernsteres. Booth.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das Musik in den Ohren immer wieder die lauten Anfeuerungen unserer Amateure-Fans. Taylor Booth kommt da leider nicht an den Ball und dann eine ziemlich optimistische und viel zu starke bzw. scharfe Reingabe von Christoph Fenninger. Aufgepasst, Riesentat von Manuel Kainz. Auch wenn die Aktion hier zurückgepfiffen wurde, Christoph Fenninger mit aufgerückt, aber das war eine krakenhafte Parade. Einfach schön anzuschauen. Und ein Alarmsignal für die Bayern Amateure, dass sie hinten hellwach bleiben müssen. Auch wenn das Ganze nicht gezählt hätte. Und plötzlich wäre diese ganze gute Leistung der ersten Hälfte sozusagen futsch und alles auf Anfang. So bleibt es bei der 1:0-Führung. Die Bayern haushoch überlegen. Wäre gut, wenn sie hier nachliegen könnten. Versuchen es immer wieder, aber auch häufig die Abschlüsse, so wie hier, abgeblockt. Vidovic. Torben rein. Klasse Ballbehandlung von Batista Meier, Vidovic und Batista Meier im Stile eines Tipkick-Männchens und wieder der Versuch abgeblockt. Nächste Angriffsschwelle, Motika, immer noch Motika. Komm, hau einen raus! Schuss abgefälscht, nochmal der Eckball. Ist schon das richtige Mittel. Immer wieder den Abschluss zu suchen und irgendwann flutscht dann hoffentlich einer durch. Letzte Minute im ersten Durchgang läuft. Und sind wir ehrlich, Rosenheim kann froh sein, hier nur 0:1 zurückzuliegen. Abstoß für die Gastgeber. Deren Trainer Florian Heller einst in der Bayern-Jugend spielte, von 98 bis 2003 und auch bei den Amateuren. So, relativ pünktlich pfeift Stefan Treiber diese einseitige erste Hälfte ab. Die Bayern-Amateure dominant, aggressiv, wie es Martin De Michelis auch eingefordert hatte. Mit vielen, vielen Chancen. Er hier, der Torschütze, Olli Batista Meier in der 14. Minute. Sie hatten durchaus Chancen auf mehr Tore. Hoffen wir, dass sie die im zweiten Durchgang dann nachlegen können. Es sieht gut aus, dass sie hier erfolgreich die Rückreise werden antreten können, wenn sie genauso dominant im zweiten Durchgang auftreten können. Jetzt in der Halbzeitpause, liebe Bayern-Fans, ein Schmankerl, das Campus-Magazin, das bei uns jeden Montag läuft. Viel Spaß beim Zusehen und dann geht's weiter mit den zweiten 45 Minuten. Das eine oder andere
Martin De Michelis wechselt bis zur 65. Minute fünfmal. So kommt auch Nemanja Motika. Und das mit Vehemenz, 11 Meter. Oliver Batista Meyer tritt an. 4:0, sein zweiter Treffer. 10 Minuten danach die zweite Offensivaktion des Spieles von Pippins Ried. Lukas Schraufstetter, das 1:4. Nur eine Minute nach dem Anschlusstreffer, der Höhepunkt des Spieles. Das Traumsolo von Motika. Zusehen und genießen. 5:1, die Bayern jetzt zufrieden? 0,0. Wieder der bärenstarke Motika. Und wieder zappelt der Ball im Tor von Pippins Ried. Das zweite Tor des 18-jährigen Goalgetters in diesem Spiel. Gleichzeitig auch der Endstand. Also in der U15 habe ich beim Kirchheim SC gespielt. Und das war auch, da war das Derby, der Kirchheim SC gegen Heimstetten. Und es war auch natürlich ein wichtiges Spiel für uns alle. Und das war dann so, dass ich in der 20. Minute eine gelbe Karte nach einem unberechtigten Foul bekommen habe. Mich dann über die Schiedsrichterentscheidung aufgeregt habe und dann halt auch vom Platz geflogen bin. Dann war es so, dass ich auf dem Weg in die Kabine war, weil ich ja vom Platz geflogen bin. Und dann hat mich ein bisschen älterer Herr, wollte mich auf der Seite beruhigen, weil ich schon aufgebracht war. Hat er gemeint, alles gut, halt, reg dich nicht so auf. Und ich voller Emotionen und ja, hab dann auch zu ihm gemeint, ach, nerven Sie mich jetzt nicht, labern Sie mich nicht voll. Was ich natürlich nur gesagt habe, weil es ein Derby war, ein wichtiges Spiel und es tatsächlich meine erste rote Karte war. Und ja, da bin ich in die Kabine gegangen, habe mich doch kurz davor über diesen Herrn aufgeregt und dachte mir halt nichts mehr. Da haben wir das Spiel auch noch gewonnen, zum Glück. Dann ja, bin ich nach Hause gefahren und die Woche drauf war es, dass ich einen Anruf bekommen vom FC Bayern, ob ich eventuell mal Lust habe, zu einem Probetraining vorbeizuschauen. Und ja, natürlich habe ich gemacht. Und dann war es so, dass ich beim Probetraining war und am Seitenrand stand dann wieder dieser Mann, den ich am Spielfeldrand noch so angemacht habe, ein bisschen, würde ich sagen. Und dann hat er auch zu mir gemeint, weißt du jetzt, erkennst du mich? Habe ich gesagt, na klar. Hat er gesagt, ja, muss ein bisschen aufpassen, wie du dich am Spielfeld verhältst. Und ja, ich würde sagen, also er hat es mir auch nicht übel genommen, war. Ich war voller Emotionen und ich bin ihm auch sehr dankbar natürlich dafür. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal noch ab und zu am Campus gesehen und ja, ich bin sehr dankbar, dass er mich trotzdem sozusagen vorgeschlagen hat. Mich sehr gefreut, weil 3 bis 4 Monate hatten wir uns ja im Digitalen getroffen, aber jetzt freue ich mich sehr, hier zu sein. Wenn man die Gesichter sieht, alleine wie sie eben aus dem Bus ausgestiegen sind, das Strahlen und so geht es uns auch. Wir haben auch so lange auf diesen Termin hingefiebert und hingearbeitet und jetzt sind wir einfach nur glücklich. Jetzt sind wir endlich hier auf dem Campus in Präsenz, nicht mehr nur digital und können ihnen jetzt quasi auch physisch die Gegebenheiten geben, um ihre Talente zu entdecken, auszuprobieren und vor allem hier auf dem Campus mit dieser inspirierenden Umgebung. Es macht einfach Spaß, hier zu sein und das wollen wir den Kindern weitergeben und dass sie vieles lernen. Ich freue mich besonders darauf, dass wir viele neue Sachen lernen und einfach mal hier alles kennenzulernen. Ich freue mich auf Spaß, Spiele und das Essen, weil es war lecker. Wir wollen aber ganz stark den Fokus auf Teambuilding legen. Also wir haben natürlich Teambuilding gemacht in der Online-Phase und es hat auch
toll funktioniert. Wir haben ganz tolle Gruppen schon. Aber wir wollen es jetzt noch mal live kennenlernen. Sich nicht nur im digitalen Rahmen kennenlernen, sondern auch im Präsenzrahmen. Und natürlich, wir haben jetzt 3 Stunden und vorher 2 Stunden. Wir werden viele Spiele spielen. Wir werden uns intensiv noch mal kennenlernen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, hier Freundschaften zu schließen. Dass wir hier sehr viel Spaß haben, sehr viele schöne Sachen hier machen und alle zusammenarbeiten. Das ist natürlich schon auch das Ziel, dass sie bei uns Lebenskompetenzen mitnehmen, Dinge lernen, die sie einfach wirklich ihr Leben lang begleiten, die sie vielleicht auch in die Gesellschaft reintragen. Mich hat es heute sehr glücklich gemacht, dass ihr jetzt einfach sehen könnt, wie toll es hier ist und dass ihr alles mit Leben füllt. Da sind wir wieder zurück zu den zweiten 45 Minuten am 10. Regionalligaspieltag beim Auswärtsspiel unserer Bayern Amateure in Rosenheim im Jahnstadion. 1:0, die hochverdiente, aber zu knappe Führung für das Team von Martin De Michelis durch den Treffer von Oliver Battista-Meyer in der 14. Minute nach einem ganz feinen Steckpass von Aydin. Die Reserve des Rekordmeisters könnte durchaus höher in Führung liegen. Zahlreiche Chancen. Manuel Kainz hatte kaum was zu tun. Einmal war er gefordert, kurz vorm Pausenpfiff. Allerdings hätte es nicht gezählt, weil aus Abseitsposition. Doppelwechsel bei den Gastgebern, wenn ich es richtig erkannt habe. Armin Majanovic mit der 7 und Sam Zander mit der Nummer 8 in der Partie. Rosenheim musste ja schon mal im ersten Durchgang verletzungsbedingt wechseln. Die Jungs von Martin De Michelis unverändert aus der Pause raus. Wer dafür bei Rosenheim in der Kabine geblieben ist. Hier nicht zu erkennen. Ich versuche das dann gegebenenfalls nachzureichen. Die Bayern von rechts nach links, wie gesagt, hoch überlegen. Hoffen wir mal durch die rote oder heute weiße Brille gesehen, dass sie jetzt nach Wiederanpfiff nachlegen können. Da haben wir Martin De Michelis und hinten die Wechseloptionen für den 40-Jährigen. Oliver Battista-Meyer holt nach nicht mal einer gespielten Minute den ersten Eckball raus im zweiten Durchgang. Aydin. Brückner. Und Rosenheim zieht sich wieder extrem weit zurück. Fast alle Mann am eigenen letzten Drittel. Gutes Zuspiel auf Battista-Meyer. Flanke dann ein bisschen zu hoch geraten. Gibt trotzdem Applaus von Martin De Michelis. Also bis zur Mittellinie versuchen sie relativ aggressiv drauf zu gehen, die Gastgeber. Aber dann
Gerade eben gut zu erkennen. Auf der Mittellinie bleiben sie stehen. Motika. Brückner kommt mit. Motika. Kommt zu Fall. Partie läuft aber weiter. Und dann gut nachgesetzt von Amindo Sieb und auch Pride RMB, der einen sehr soliden Job bisher macht in der Innenverteidigung neben Jamie Lawrence, der hier ein bisschen rausgelockt wird gegen den eingewechselten Armin Majanovic. Aber die Bayern verschieben geschlossen und im Kollektiv zurück, stehen gut und können jetzt umschalten und schwirren auch schnell aus. Torben rein. Batista Meier. Vidovic in der Mitte. Torben rein in der Mitte. Batista Meier mit dem Tänzchen. Relativ engmaschig, wie auch schon im ersten Durchgang. Gerade noch ein Bein dazwischen. Und dann der Versuch von Taylor Booth. Es bleibt auch nach Wiederanpfiff ein Spiel in eine Richtung. Und unsere Fans weiter auf Dauersendung. Unüberhörbar, klasse, unverändert die Unterstützung von den Rängen für unsere Amateure. Amindo Sieb kurbelt an. Motika. Und sie setzen sofort nach. Ziehen das Pressing konstant durch. Befreiungsschlag von Leo Benz vom rechten Verteidiger. Rosenheim bleibt mit etwas Glück im Ballbesitz. Sattelberger. Gepasst. Demoli mit der Reingabe und Taylor Booth kann klären. Es bleibt ein knappes Ergebnis. Deshalb heißt es weiterhin hinten hoch aufmerksam bleiben. Eine geglückte Aktion für die Gastgeber. Und dann steht es hier unentschieden. Schabani. Torben rein, stellt den Körper klasse dazwischen. Und die Rosenheimer schaffen es mal für Entlastung zu sorgen. In dieser Partie bisher eine Seltenheit. Aydin, Brückner, Motika. Und Lawrence. Da sieht man auch, wie eng Rosenheim dann hinten die ganze Geschichte vor dem eigenen 60er, vor dem eigenen 16er verbarrikadiert. Jetzt greifen sie aber mal früher an. Das könnte Raum für die Bayern Amateure ergeben. Armin Majanovic, der vorne draufgegangen ist.
Im Übrigen einer der Ausgewechselten, Sascha Marinkovic, bei den Gastgebern. Der noch in der ersten Hälfte einer der auffälligsten war. Auf Seiten der Rosenheimer. Vidovic im Duell der beiden 17er gegen Thomas Steiner holt den Einwurf raus. Die Rosenheimer jetzt mit mehr Gegenwehr. Werden gefährlicher. Und haben hier die Riesenchance. Was für eine Glanztat von Manuel Kainz. Überragend gegen den eingewechselten Sam Zander. 3-gegen-1 Situation. Der war gut gesetzt. Aber was für eine Prankentat vom 19-Jährigen. Fährt er den rechten Arm aus. Überragende Parade von Manuel Kainz. Die kann er sich einrahmen. 54. Minute. Super Reflex. Kann man genauso abfeiern wie ein Tor der Bayern Amateure. Die jetzt mehr und mehr unter Druck geraten. Rosenheim wird stärker. Die Bayern erstmals in dieser Partie unter Druck. Jetzt vielleicht mal der Konter. Vidovic für Sieb. Im gesamten ersten Spielabschnitt keine nennenswerte Offensivaktion der Gastgeber, nur eine aus Abseitsposition allerdings. Und jetzt diese Riesenchance von Sam Zander. Aber noch besser die Riesenparade von Manuel Kainz. Aydin. Aydin! Hat er auch schon im ersten Durchgang die erste Gelegenheit für die Bayern Amateure. Hat das auch aus der zweiten Reihe probiert. Ebenso wie jetzt, aber zu mittig wieder. Gut in die Breite gezogen. Und Mutika. Sieb. Torben Rhein. Batista Meier. Batista Meier. Nächster Eckstoß für die beiden Amateure. Etwas mehr als 10 Minuten vorbei. Nach wieder Anpfiff. Rosenheim wesentlich stärker als noch in der ersten Hälfte. Und der sitzt! Und wie! Und wie! 2-0, 57. Was für ein feiner Treffer. Perfekt gesetzt. Zum Genießen, zum Zungeschnalzen. Bright R.E.M.B. Wow. Wunderschöner Treffer. Genau in die Druckphase der Rosenheimer hinein. Erster Saisontreffer für den 18-Jährigen. Und was für ein wunderschöner. Den setzt er wirklich überragend zum Zungeschnalzen.
genau die richtige und sehenswerte Antwort auf diese stärker werdende Phase der Rosenheimer. Motika. Nemanja Motika, gut quergelegt. Vidovic, ah, vom Ansatz nicht schlecht, den zu schlänzen. Trifft die Kugel nicht richtig, kann passieren. Weiter geht's. Die Körpersprache auch wichtig. Hier mit Amendo Sieb abklatschen. Weiter geht's. Knappe Stunde rum. Die Bayern führen mit 2:0. Und jetzt kommt hier die Flutlichtatmosphäre rein. Das Flutlicht angeknipst, fast frei nach dem Song der Sportfreunde Stiller, knipst die Sonne aus, alles muss dunkel sein, zündet die Kerzen an in New York, Rio Rosenheim, hier heißt es, knipst das Flutlicht an in Rosenheim. Motika. Und Vidovic. Taylor Booth und leider wieder nicht durchgekommen. Haben schon einige Male probiert, auch Motika immer wieder mit seinen Dribblings oder Vidovic. Enge Ballführung, aber dann immer wieder ein Rosenheimer dazwischen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann mal klappt. Und Torben rein. Manuel Kainz mit einer ganz, ganz wichtigen Aktion beim Stand vom 1:0 für die Bayern. Ansonsten hat er bisher überhaupt nichts zu tun. Klasse Freistoß. Können Sie es bis zum Ende ausführen? Oliver Batista Meyer. Boah, starke Parade beim Schuss von Booth, von Wimmer. Und Martin De Michelis wird nicht nur einen ersten, sondern gleich zwei Wechsel vornehmen. Timo Kern und Emilian Metu kommen rein. Für Amendo Sieb, der unheimlich viel nach vorn gemacht hat, und für Torben Rhein. Gleich Metu mit seiner ersten Aktion. Jamie Lawrence, ganz elegant gemacht. Mit einer Körpertäuschung mehr oder weniger zwei Gegenspieler verladen.
R&B. Hinten sattelfest und vorne traumhaft. Bright R&B. Mutika. Aydin. Taylor Booth. Guter Steckpass auf Batista Meyer. Ball gespielt. Deutet Stefan Treiber an. Timo Kern. Mutika. Zieht immer wieder mehrere Gegenspieler auf sich. Vidovic gut in die Breite gezogen. Flanken ticken zu hoch. Schade. Vidovic hatte gelauert. Pardon, Timo Kern, der gerade eingewechselt wurde. Erzielte gegen Haching das wichtige 2:1 per Kopf. Und es sieht danach aus, dass Lukas Copado in die Partie kommen wird und sein Saisondebüt feiert. Rosenheim mal extrem hochpressend. Das ergibt jetzt diesen Raum für die Bayern Amateure. Vidovic. Nimmt Mutika mit. Mutika. Immer noch Mutika und wieder ein Bein dazwischen. Metu. Kern. Und dann kein Problem für Wimmer. Also ist natürlich beruhigend gewesen, dieses 2:0 vor 10 Minuten. Natürlich auch Nackenschlag für die aufkommenden Gastgeber, die ihre stärkste Phase hatten in diesen gut 10 Minuten nach wieder Anpfiff. Und jetzt also der Wechsel und das Saisondebüt für Lukas Copado, für den 17-Jährigen, der ja in der Vorbereitung für unsere Profis ran durfte. Beim ersten Testspiel beim 1:2 gegen Köln in Villingen, der danach leider ausfiel wegen einer Daumenverletzung. Er ist jetzt wieder fit und einsatzfähig. Und ist reingekommen für Nemanja Mutika. Timo Kern. Timo Kern! Der Joker sticht Bayern. 3 Rosenheim, 0, 68. Minute. Klasse, Ballmitnahme, zweiter Kontakt und dann noch leicht abgefälscht von Leo Benz. Aber den steckt er perfekt in die lange Ecke.
hier nochmal wunderbar zu erkennen. Drei Ballkontakte und dann rein ins Bayern-Glück zum 3:0. Dritter Saisontreffer für den 31-Jährigen. Er erzielte am zweiten Spieltag den goldenen 1:0-Siegtreffer zu Hause gegen Heimstetten. Zuletzt, heute vor einer Woche, das so wichtige 2:1 gegen Haching und jetzt das beruhigende 3:0. Und ich denke, jetzt dürfte aus sportlicher Sicht der Stecker endgültig gezogen sein. Bei allen Hoffnungen, die sich die Rosenheimer vielleicht noch gemacht haben. Gut durchgesteckt von Brückner. Kern. Und Metu, der hätte genau gepasst. Die Bayern bleiben am Drücker. Und jetzt schlägt das Pendel dann doch sehr deutlich zugunsten unsere Amateure aus. Das wird jetzt noch eine sehr unangenehme, denke ich, Schlussphase für die Gastgeber. Weil die Bayern jetzt natürlich befreit und beflügelt aufspielen können. Und by the way, wann immer wir in dieser Saison für euch ein Amateurspiel live übertragen durften und konnten, es gab bisher nur Erfolge für unsere Bayern-Amateure. Also passt gut zusammen und macht natürlich auch Spaß, dann solche Siege mitzunehmen. Kern. Und mit Maxi Welzmüller wird ein weiterer Routinier in die Partie kommen. Weiterer Routinier neben Timo Kern. Metu. Taylor Booth. Jetzt läuft das Bällchen natürlich perfekt durch die eigenen Reihen. Oh, schade. Gute Aktion. Dieser scharfe Pass in die Mitte, nächster Eckball und zuvor der vierte Wechsel von Martin De Michelis, Maxi Welzmüller. Kommt also für aber bevor ich die Vermutung ausspreche, Aydin, der da hinterm Tor den Weg zur Bayernbank antritt und Welzmüller gleich am Ball. Brückner. Batista Meier kriegt den Freistoß. Aus einer hervorragenden Position. Noch ein Wort zu Ayub Aydin. Klasse Vorstellung vom zentralen Mittelfeldspieler. War oft Dreh- und Angelpunkt, hat die Bälle aus der Tiefe sich abgeholt, hat sie verteilt. Taktgeber im Mittelfeld und hat das 1:0 super vorbereitet. Entsprechend wohl der Dank gerade auch. Und das Lob von Martin De Michelis an den 17-Jährigen. So, Batista Meier. Netz wackelt aber leider in Anführungsstrichen nur von außen und nicht von innen. Hat er schon in der ersten Hälfte
einen sehenswerten Freistoß aus dem Fußgelenk gezaubert. Der landete leider nur an der Latte. Diesmal das Außen- oder das Hinternetz. So, und jetzt gibt es ja auch die Lichtershow von unseren Amateure-Fans. Vidovic. Bisschen zu hoch angesetzt von Gabriel Vidovic. Der ist aber immer wieder probiert, unermüdlich. So kann man ins Wochenende gehen. Schlussviertelstunde ist angebrochen. Die Bayern-Amateure führen mit 3:0. In Rosenheim. Und müssen hier diese zweite Riesenchance der Gastgeber über sich ergehen lassen. Laurin Demoli. Ich glaube, der war noch am Außenpfosten. Also sie hatten nicht viele Aktionen, die Rosenheimer, aber die, die sie hatten, die waren brandgefährlich. Der Sam Zander und Manuel Kainz mit einem Riesenreflex und jetzt gerade Laurin Demoli. Vorne machen sie weiter unermüdlich Druck am gegnerischen 16er. Extrem intensives Pressing der Jungs von Martin De Michelis. Schieben auch super nach. Rosenheim befreit sich mit diesem langen Mondball. Sie tragen es spielerisch bis zur anderen Seite vor. Demoli, der gerade eben diese Chance hatte gegen Brückner. Und Timo Kern. Bright RMB. Und auch so kann man so eine Situation mal lösen. Was heißt, auch so kann man die mal lösen? Copado, Lukas Copado auf dem Weg zum 4:0. Copado gibt Elfmeter. Und die gelbe Karte gegen Tim Kiesling. Klasse durchgesetzt. Vom eingewechselten Lukas Copado, der natürlich gern zum Abschluss gekommen wäre.
So aber holt er durch eine starke Einzelleistung den Strafstoß heraus. So, wer darf? Olli Batista Meyer hat 3 seiner jetzt 7 Saisontore aus 11 Metern erzielt. Erzielt er das 8. auch per Elfmeter. 79. Minute. Olli Batista Meyer gegen Thomas Wimmer. Er macht's! Und zwar extrem sicher. 79. 4:0 für die Bayern Amateure. Doppelpack Batista Meyer und den setzt er ganz sicher. Staubtrocken. Nochmal 8. Saisontreffer für den 20-Jährigen zum 4. Mal vom Punkt. Ich meine, Len Jastrzemski, jawohl, unten gerade gesehen zu haben. Und tatsächlich kommt der 20-Jährige jetzt auch rein. 5. Wechsel von Martin De Michelis. Klasse Zweikampf von Metu. Kann er dann leider nicht durchbringen, die gute Aktion. Timo Kern, Welzmüller, Metu und Lukas Copado. Kriegt er jetzt einen Treffer? Copado! Jawohl! 81. Lukas Copado. Bei seiner Saisonpremiere gleich mit seinem Premierentor. 5:0, jetzt wird's ein Torfestival. Und ab dafür. Perfekt gesetzt. Das gibt auch Applaus, Applaus vom ausgewechselten Doppeltorschützen Olli Batista Meyer. Jahre jung. In der Vorsaison. Da traf er 8-mal in 5 Spielen für unsere U17. Die Spielzeit wurde ja früh abgebrochen. Jetzt hat er sozusagen 2 Klassen höher. Also U19 und dann Amateure. Seinen ersten Einsatz und macht gleich sein Tor. Lukas Copado. Und zuvor hat er den Elfmeter rausgeholt. Starkes Debüt. Die beste Offensive der Regionalliga Bayern hat heute, Stand jetzt, knappe 10 Minuten vor dem Ende, 5-mal wieder zugeschlagen, steht jetzt bei satten 38 Toren nach 10 Spieltagen. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Jastrzemski und dann Vidovic mit dem 6:0. Das halbe Dutzend ist voll. Jetzt klappt alles.
Jastremski mit der Vorlage und Vidovic ins kurze Eck. 5. Saisontreffer für den 17-Jährigen. Am 3. Spieltag haben sie ja schon mit 6:2 in Eltersdorf gewonnen. Einen Spieltag später, am 4. Spieltag, 6:3 gegen Eichstätt. Am 7. Spieltag 6:1 gegen Pipinsried. Das ist jetzt der 4. Sechserpack. Wahnsinn. Aber die Rosenheimer haben sich noch nicht aufgegeben, kommen aber nicht zum Ehrentreffer, weil Jamie Lawrence den Schuss hier abblocken kann. Von David Kamouf, der eingewechselt wurde, war glaube ich gar nicht im Bild. Die 0 bleibt hinten stehen und vorne steht die 6. Sie waren schon im ersten Durchgang drückend überlegen. Die Spieler von Martin De Michelis konnten sich da aber nicht belohnen. Die Tore gab es dafür dann wie am Fließband im zweiten Durchgang. Sie machen weiter ordentlich Druck da vorne. Jetzt sind sie hinten nochmal gefordert. Welzmüller fordert das Abseits, kriegt es auch. Gute Abstimmung in unserer Viererabwehrkette. Vidovic wurde für seine unermüdlichen Bemühungen belohnt, hat es immer wieder probiert und hat seinen Treffer jetzt hinten raus noch gemacht. Brückner. Timo Kern. Taylor Booth. Etwas mehr als 3 Minuten noch zu gehen. Die beiden Amateure führen mit 6:0 bei Rosenheim. Kern macht da klasse. Copado setzt da noch eins drauf. Schuss noch abgeblockt. Zweiter Ball. Sie wollen noch das 7. Vielleicht klappt es ja noch. Und er nimmt das mit stoischer Gelassenheit hin. Martin De Michelis. Ganz starke Saison bisher von seiner Mannschaft. Vor allem offensiv überragend.
Und die Bayern-Amateure-Fans geben jetzt im Endspurt nochmal alles. Nochmal überragende Unterstützung von den Rängen. Welzmüller. Metu Lawrence. Bemerkenswert auch die Wechsel von Martin De Michelis. Alle Eingewechselten haben sich super eingefügt. Vidovic. Kommt diesmal nicht durch, aber setzt nach. Und Bright R&B. Letzte Minute ist angebrochen. Hier im Jahnstadion in Rosenheim. Die Bayern-Amateure werden im 10. Saisonspiel den 8. Sieg einfahren. Nach dem 5:1 Derby-Sieg gegen Haching. Jetzt ein 6:0 bei Rosenheim. Wow. Sie wollten auch auswärts, zurück in die Erfolgsspur und das ist mehr als eindrucksvoll gelungen. Nach der knappen 1:0 Halbzeitführung, Treffer in der 14. durch Batista Meyer. Dann vielleicht eine Schlüsselszene. Nach wieder an für 54. die Riesenparade von Kainz gegen den eingewechselten Zander. Und danach gaben die Bayern vorne ordentlich Gas. 56. Bright R&B. Mit einem Supertreffer zum 2:0. Und jetzt ist dieser Auswärtssieg perfekt. Die Bayern-Amateure gewinnen mit 6:0 bei Rosenheim. Nochmal die Torschützen, die ersten beiden habe ich gerade genannt. 1:0 Batista Meyer in der 14. Dann eben Bright R&B mit dem sehenswerten 2:0 in der 56. 68. der eingewechselte Timo Kern mit dem 3:0. Batista Meyer per Elfmeter zum 4:0. Dann in der 81. Lucas Copado, ebenfalls eingewechselt, der den Elfmeter rausgeholt hatte. Und dann in der 81. zum 5:0 einnetzte. Und der Schlusspunkt in Sachen Tore durch Gabi Vidovic zum 6:0. Die Bayern also auch auswärts. Eindrucksvoll in der Erfolgsspur zurück. Der zweite Ligasieg in Folge. Damit haben sie jetzt 25 Punkte auf dem Konto. Bei 39:10 Toren. Glückwunsch zu dieser Leistung, hat Spaß gemacht. So kann es gerne weitergehen. Die Bayern Amateure gewinnen also am 10. Spieltag mit 6:0 bei Rosenheim. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. In diesem Sinne, bleibt's am Ball, bleibt's dem FC Bayern treu. Servus, bis zum nächsten Mal.